Hey Skatfreunde, stellt euch mal Folgendes vor, der Alleinspieler spielt Grang ohne Vieren mit vier Assen, zwei Zehnern, hat zwei Asse zu den passenden Zehnern gedrückt und obwohl beide Gegenspieler jede Farbe mindestens einmal bedienen müssen, verliert der Alleinspieler diesen Grang ohne Vieren, obwohl er noch nicht mal grob was falsch gemacht hat. Ja! Diese Geschichte, die lasst euch mal bitte kurz durch den Kopf gehen und dann kommen wir auch schon zur Auflösung. Und zwar können wir mal reinschauen in das Rätsel 237. Diese Chance kommt nie wieder. Das ist eine Partie, die ich mitgespielt habe vor ungefähr 10 Jahren auf dem Elmenhorster Clubabend. Und ich kann mich daran noch so gut erinnern, wo ich saß, wer mitgespielt hat, Bernd und Dirk. Und wie der Spielverlauf war, weil es eine dieser Partien war, wo ich sofort wusste, ja, diese Chance kommt nie wieder. Was also ist passiert? Ich saß in Hinterhand, hatte zwar drei Buben, aber sonst wirklich nur Grütze. Der Alleinspieler in Vorhand, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch 18 gesagt hatte oder nicht. Der Alleinspieler sitzt in Vorhand, tauft jetzt Grang, zieht Kreuz Ass. Und hier ist die eine Geschichte, die ich am Tisch tatsächlich noch anders war. Mein Partner hat in dieses Kreuz Ass hier tatsächlich schon die Kreuz Dame reingelegt. Und das ist eine kleine Änderung gegenüber dem Rätsel, damit hier nicht der Alleinspieler mit 61 irgendwie sich rausfinden kann, musste ich es, um das Rätsel lösbar zu machen, hier einmal austauschen. Das nimmt ein ganz klein bisschen Informationen weg, habe ich im Rätselkontext für nicht so entscheidend erachtet, aber in der Originalpartie fiel hier sogar Kreuz Dame, das heißt, der Alleinspieler hatte sogar schon drei Augen mehr. Und dann kam tatsächlich dieser Stich, Kreuz 10, Kreuz König. Und ja, jetzt startet hier das Rätsel. Bitte einmal fortzusetzen. Und ein Stück weit habe ich es ja jetzt hier vielleicht auch schon verraten. Und was war natürlich an der Geschichte, so wie ich sie erzählt habe, das fehlende Puzzlestück? Warum hat der Alleinspieler verloren, ohne einen Fehler zu machen, wenn er einfach nur die vier Vollen zieht? Na, er hatte halt tatsächlich sogar noch ein weiteres Volles. Er hatte noch die dritte 10, den siebten Vollen. Und das hat ihn jetzt in die Bredouille gebracht, dass er natürlich die Vollen aus Versehen in der falschen Reihenfolge ziehen konnte. Genau das ist ihm hier auch passiert. Er hat zuerst die Kreuz 10 gezogen und uns damit die Tür geöffnet. Für ihn aber aus seiner Perspektive gar nicht unbedingt ein krasser Fehler, denn in Kreuz, wo er nur Ass und 10 hat, fehlen ihm eben jetzt auch noch drei Kreuzkarten und in den beiden anderen Farben, wo er die Asse gedrückt hat, das war jetzt hier Herz und Pik, da hatte er von Haus aus auch vier Karten, das heißt, da fehlten auch drei Karten jeweils. Das heißt, aus seiner Sicht die Chance, ob nun Kreuz 10 läuft oder Pik 10 oder Herz 10, identisch. Und daher zumindest mal kein grober Fehler, obwohl er uns das Spiel ein bisschen leichter macht und vor allen Dingen mir das Spiel hier ein bisschen leichter erklärt. Aber der Alleinspieler hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass das Spiel überhaupt in Turbulenzen kommt. Was kann ich jetzt daran sehen, dass im ersten Stich die Dame fiel und jetzt sogar der König? Ich kann ja mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Alleinspieler nicht wirklich vier Kreuzen hat. Dann hätte er nämlich üblicherweise die Kreuz 10 natürlich oder das Kreuz Ass gedrückt bei einem Grang ohne, entweder wo er nur einen Buben hat oder sogar ohne Vieren. Und wenn er also gar nicht vier Kreuzen haben kann, weil dann hätte er, wie gesagt, entweder die 10 gedrückt oder vielleicht einen Bauern ausgespielt. Wenn er die gar nicht haben kann, warum hat denn mein Partner dann im ersten Stich die Kreuz-Dame gelegt? Ja, weil mein Partner nämlich schon viermal Kreuz hat und darauf spekuliert hat, dass ich den ersten Stich schon stechen kann. Das ist die einzig logische Erklärung. Und das bedeutet, mein Partner hat eben noch zwei Kreuzkarten und der Alleinspieler hat eben auch keinen Buben ausgespielt. Also, wenn ich jetzt hier irgendwie mit Karo Bube steche, Kreuz Buben oder so ziehe oder irgendeine andere Farbe spiele, können wir nicht gewinnen. Der Alleinspieler kriegt einfach seine Vollen durch. Vier Volle plus zwei Volle gedrückt und gewinnt. Aber mit dieser Erklärung, und das habe ich am Tisch gesehen und habe ich am Tisch erspürt, hochstechen, mit dem Karo Buben den Partner anspielen, damit der erstmal Kreuz bringen kann und ich zwei Abwürfe habe. Und jetzt ist es natürlich eine Zufälligkeit, ne? Ich muss jetzt hier irgendwo reingreifen. In dem Fall ist es okay, wenn ich Pik oder Herz zweimal abwerfe. Entscheiden wir uns hier mal für Pik. Und im Endspiel am Tisch ist es jetzt sogar noch so ein bisschen so, dass auch mein Partner jetzt sehr genau drauf schauen muss, welche Karten werden da vom Alleinspieler abgeworfen.
Und in dem konkreten Fall, wo er eben sogar schon die Kreuzdame im ersten Stich bekommen hatte, durfte man ihm hier wirklich auch nicht zu viel Augen anbieten. Jetzt ist das Rätsel hier relativ leicht lösbar. Wir müssen hier noch einmal diesen Karo König investieren, damit wir die Übergabe gleich auf Karo haben, beziehungsweise wenn der Alleinspieler hier jetzt untergeblieben wäre, dann hätte ihn das auch nicht mehr retten können. Deswegen nimmt er raus. Also Pik 10 wird jetzt eben gestochen, Karo rübergespielt und da wird der Sack zugemacht mit der Pik Dame hier auf 62 Augen. Das war so ein Stück weit die Geschichte und diese Chance kommt nie wieder. Warum nicht? Weil es natürlich auch am echten Tisch im Original damals in Elmenhorst nicht geklappt hat. Wir haben diese ersten paar Züge so gespielt. Es kamen die beiden Kreuzkarten und dann im Endspiel haben wir dann doch irgendwie ein Bild zu viel angeboten oder ich habe die falsche Farbe geschmiert. Wir sind irgendwie hoch in 57 oder so gekommen. Und ich wusste sofort, ja, schade, dass alleine, dass die Verteilung so ist, dass es so sitzt und dass dann das Spiel so eröffnet wird, das werde ich in meinem Leben nicht wieder sehen. Aber immerhin, das habe ich damals vielleicht noch nicht geahnt, die Partien von heute sind die Anekdoten von morgen, dass ich das also hier Jahre später in ein Rätsel aufbereite und euch hier sogar noch ein Video von mache, hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Auch das ist eine kleine nette Nebengeschichte. Also, ihr solltet wirklich viel Skat spielen. Geht in den Clubabend, da habt ihr Spaß und da passieren diese Geschichten am Tisch und darüber hinaus natürlich auch überall, wo es menschelt. Ja, und mit den Jungs, mit denen diese Partie damals gelaufen ist, fahre ich heute noch zum Punktspiel und wir haben unsere Freude und wir diskutieren heute die Fehler oder die Probleme der aktuellen Spiele. Aber das alles hat natürlich auch wirklich eine schöne, lange Historie. Und wenn man den Bogen noch weiter spannt, dann denkt man vielleicht auch dran, was die Großeltern und die Generation davor schon wohl für einen Spaß beim Skat gehabt hat und ob denen auch mal so ein wilder Grang ohne Vieren über den Weg gelaufen sein mag. Also, das sei es für heute. Habt ein schönes Wochenende, habt viel Spaß am Rätseln, habt immer viel Spaß beim Skat und natürlich das Wichtigste, gut Blatt.